Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen im Grundkurs Organische Chemie zum 19. Teil. Schwerpunkte dieses Videos sind die Stoffklassen der Ether und schwefelhaltige Verbindungen wie Thiole, Sulfide und Persulfide. Wir starten mit den Ethern, die sich von den Alkoholen ableiten. Sie sehen hier zusammengefasst noch einmal die verschiedenen funktionellen Gruppen, bei denen wir eine Kohlenstoff-Heteroatombindung finden. Die Halogenalkane haben wir in den vorhergehenden Teilen schon intensiv besprochen. Hier haben wir ein Halogenatom, das mit einem Kohlenstoffatom verknüpft. Auf die Alkohole sind wir im vergangenen Teil eingegangen. Die zeichnen sich durch eine Hydroxygruppe aus, die mit einem Kohlenstoffatom verbunden ist. Im Unterschied dazu bei den Ethern haben wir zwei Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindungen. Also das Sauerstoffatom verfügt über zwei Alkylreste. Und hier unten sehen Sie jetzt noch die Thiole, Sulfide, Persulfide. Auch auf diese funktionellen Gruppen werden wir in dem heutigen Teil noch genauer eingehen. Gut, und dann hier rechts die Amine- und Nitroalkane. Mit denen werden wir uns dann in den nächsten Teilen noch genauer befassen. Also wir haben hier eine funktionelle Gruppe, die das Element Sauerstoff enthält. Sauerstoff hat eine Valenzelektronenkonfiguration von 2s2, 2p4. Das heißt, es fehlen zwei Elektronen zu dem nächsthöheren Edelgas, dem Neon. Und deswegen strebt Sauerstoff üblicherweise zwei Bindungen an. Das können zwar Einfachbindungen sein, wie bei den Alkoholen und den Ethern, aber auch eine Doppelbindung, wie bei den Carbonylverbindungen und den Carbonsäuren und ihren Derivaten. Das hier wäre jetzt eine sehr einfache Strukturformel für einen Ether: Sauerstoff, zwei freie Elektronenpaare, zwei Sigma-Bindungen zu Kohlenstoffatomen. Und hier ist jetzt so, dass am Sauerstoff sowohl eine sp3- wie auch eine sp2-Hybridisierung vorliegen kann. Wir haben gelernt, immer wenn ein Heteroatom mit einem sp2-hybridisierten Kohlenstoffatom verknüpft ist, dann liegt auch hier eine sp2-Hybridisierung vor. Hingegen sind die beiden Kohlenstoffatome gesättigt, die mit dem Sauerstoff verbunden sind. So hat auch Sauerstoff hier eine sp3-Hybridisierung. Als erstes Beispiel sehen Sie Anisaldehyd. Das ist ein Aromastoff mit einem charakteristischen Geruch, den Sie in der Natur in Anis und Fenchel finden. Es handelt sich hierbei um einen Ether, also ein Sauerstoffatom mit zwei Kohlenwasserstoffgruppen. Da dieses Sauerstoffatom hier jetzt mit einem Benzolring verbunden ist, würden wir diesen Ether als aromatisch klassifizieren. Sie sehen hier in der Paraposition haben wir noch eine dritte funktionelle Gruppe. Das wäre dann ein Aldehyd. Das zweite Beispiel ist ein nicht aromatischer Ether. Hier verfügen alle Kohlenstoffatome über insgesamt vier Einfachbindungen. Diese Verbindung wird in Kurzform als MTBE bezeichnet. Der systematische Name wäre Tert-Butyl-Methylether. Die Abkürzung MTBE leitet sich dabei von dem systematischen Namen ab, wobei hier der Tert-Butyl-Substituent und die Methylgruppe vertauscht worden sind. MTBE ist ein Lösungsmittel, das sehr häufig in der organischen Synthese eingesetzt wird und dient auch als Treibstoffzusatz, als Antiklopfmittel und ersetzt da die giftigen Bleiadditive. Wir sehen hier zwei Beispiele, bei denen das Sauerstoffatom des Ethers in ein Ringsystem inkorporiert ist. Das wären sogenannte zyklische Ether. Das heißt, wir haben hier eine Alkylgruppe, die sowohl auf der einen Seite wie auch auf der anderen Seite mit Sauerstoff verbunden ist. Das erste Beispiel wäre TAF in Kurzform oder Tetrahydrofuran. Das leitet sich von dem Hückelaromaten Furan ab, bei dem wir hier noch zwei Doppelbindungen finden. Gut, und Sie finden solche fünfgliedigen Ringsysteme mit einem Sauerstoffatom auch bei den Zuckern. Hier gibt es zyklische Konstitutionsisomere und die bezeichnen wir dann als sogenannte als Furanosen, die sich vom Tetrahydrofuran ableiten. Ein zweiter wichtiger Heterozyklus mit einem Ringsauerstoffatom, das ist Tetrahydropyran.
leitet sich wiederum von dem Pyran ab. Bei dem Pyran finden wir noch zwei Doppelbindungen hier im sechsgliedrigen Ringsystem. Und es gibt eben auch hier wiederum Konstitutionsisomere der Kohlenhydrate, die auf so einem sechsgliedrigen Ringsystem basieren, auf solch einem zyklischen Ether, und die bezeichnen wir als Pyranose. Gehen wir auf die Nomenklatur der Ether ein. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Entweder können wir eine der beiden Kohlenwasserstoffketten als Hauptkette, als Stammname auffassen und dann den Namen eben von dieser Hauptkette ableiten. Und das Sauerstoffatom sowie die zweite Alkylgruppe können wir dann als Substituenten auffassen, und dann kommen wir zu der Nomenklatur Alkoxyalkan. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die beiden Kohlenwasserstoffketten als Seitenketten aufzufassen und dann nach vorne zu schreiben und am Ende des Namens einen Ether einzufügen, um zu zeigen, dass hier ein Ether vorliegt. Und dann kommen wir zu Namen wie die Form haben Alkyl-Ether. Das erste Beispiel hier, haben wir ein Sauerstoffatom mit zwei Ethylgruppen. Ebenfalls ein organisches Lösungsmittel, und das bezeichnen wir dann zum Beispiel als Diethylether. Das wäre die Möglichkeit, bei dem wir die beiden Reste hier als Seitenketten auffassen und eben nach vorne schreiben. Wir könnten diese Verbindung auch als Ethoxyethan bezeichnen. Da wir hier aber zwei identische Seitenketten haben, macht das eigentlich weniger Sinn, hier die erste Nomenklatur zu verwenden. Zweites Beispiel, ein aromatischer Ether. Wir haben hier einen Phenylsubstituenten und eine Methylgruppe, die mit dem Heteroatom verbunden sind. Wir können diese Verbindung jetzt bezeichnen als Methylphenylether, wobei hier die beiden Alkylgruppen alphabetisch angeordnet werden. Also Methyl kommt hier vor Phenyl. Zweite Möglichkeit wäre es, dass wir das Ganze als Benzol-Derivat betrachten, und dann würden wir diese Verbindung als Methoxybenzol auffassen. Und diese Verbindung ist Ihnen schon bekannt aus dem Kapitel über die Aromaten, über elektrophile aromatische Substitutionen. Und die bezeichnen wir auch als Anisol mit trivialen. Gut. Bei dem dritten Beispiel handelt es sich ebenfalls um einen unsymmetrischen Ether. Hier ist es jetzt so, dass wir noch eine funktionelle Gruppe in der Seitenkette finden. Das heißt, wir haben jetzt eine etwas komplexere Reste vorliegen. Und diese Verbindung können wir dann bezeichnen als Phenylmethylether. Wir haben hier eine Methylgruppe, die noch mit einem Phenylrest verbunden ist. Wir schreiben diese beiden Namen in Klammern, damit klar ist, dass das eine Seitenkette ist und dass hier nicht eine Phenyl- und eine Methylgruppe mit dem Sauerstoffatom verknüpft. Bei dem zweiten Rest müssen wir jetzt noch die Position der Doppelbindung angeben, und bei Seitenketten ist das erste C-Atom immer das, was mit der Hauptkette verbunden ist, beziehungsweise hier bei dieser Nomenklatur für Ether mit dem Sauerstoffatom. Das heißt, die Doppelbindung startet hier an C2. Deswegen können wir diese zweite Seitenkette als 2-Propen-Hyl bezeichnen, eben dafür, dass hier eine Doppelbindung vorliegt, die geht von C2 aus, und Hyl dafür, dass es sich um eine Seitenkette handelt. Diese beiden Seitenketten, die haben auch noch Trivialnamen. Phenylmethyl können wir auch als Benzylgruppe bezeichnen. Dieser Rest hier besteht aus 3 C-Atomen mit einer Doppelbindung, das wäre eine Allylgruppe. Das heißt, wir können diese Verbindung auch einfacher benennen als Allyl-Benzylether oder als Alloxybenzol zum Beispiel. Das wäre dann die erste Nomenklatur. Hier rechts sehen Sie einen zyklischen Ether, das ist ein sogenanntes Epoxid. Epoxide hatten wir auch schon besprochen bei den Alkanen, und dieses Molekül würden wir jetzt entweder als Phenylepoxid bezeichnen oder Oxiran. Das ist die zweite Möglichkeit, wie wir diese speziellen Zyklen benennen können, Oxirane. Wir sehen, wir haben hier ein asymmetrisch substituiertes C-Atom mit insgesamt 4 verschiedenen Substituenten. Konfiguration wäre S, das heißt, der vollständige systematische Name ist 2S, 2-Phenyloxiran. In dem Fall, wenn wir einen solchen Heterozyklus haben mit Heteroatomen als Ringatome, fangen wir immer von einem der Heteroatome aus an zu zählen. Beim Oxiran haben wir nur ein Heteroatom, fangen hier an zu zählen, und das hier wäre dann C2. Dadurch haben wir die Nomenklatur mit den niedrigsten Ziffern. Die Nomenklaturregeln finden Sie zusammengefasst in
4 dieses Kurses. Wir sehen hier noch einmal die Aufteilung der Namen, die wir in diesem Teil ausführlich diskutiert haben. Gut, schauen wir uns damit als nächstes einmal die Eigenschaften. Wir können hier wieder Grenzstrukturen zeichnen, um Partialladung herzuleiten. Das ist ganz wichtig. Sauerstoff ist ein sehr elektronegatives Element. Das zieht Valenzelektronen in seinen chemischen Verbindungen sehr stark an. Wir haben hier eine Elektronegativität von 3,4. Und Sie sehen jetzt, die Elektronegativitätsdifferenz zu Kohlenstoff ist 0,8, zu Wasserstoff ist die 1,2. Das heißt, wir haben einen negativen induktiven Effekt einer Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindung. Gut, und darüber können wir die Partialladung erklären. Sie sehen hier unten jetzt Strukturformeln dieser Verbindung. Und wir können jetzt diese Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindung heterolytisch brechen und das Bindeelektronenpaar dem Sauerstoff zuordnen. Das ist jetzt keine mesomere Grenzformel, da wir hier eine Bindung vollständig brechen, also ist es kein mesomerer Effekt, das ist wichtig. Und hier ist es günstiger, dieses Bindeelektronenpaar dem Sauerstoff zuzuordnen, weil Sauerstoff elektronegativer ist. Und das heißt, diese Grenzstruktur, die zeigt uns jetzt den ionischen Anteil dieser polaren, kovalenten Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindung. Gut, das können wir auch nochmal mit der zweiten Alkylgruppe hier machen. Und aus diesen Grenzstrukturen können wir uns jetzt herleiten, dass wir am Sauerstoff eine hohe Elektronendichte haben, also eine negative Partialladung und an den Kohlenstoffatomen, die mit dem Sauerstoff verknüpft sind, positive Partialladung. Das hier noch einmal farblich hervorgehoben, grüne Bereiche, hier haben wir eine hohe Elektronendichte, das sind nukleophile Molekülbereiche und hier bei dem Kohlenstoff haben wir eine positive Partialladung, eine etwas geringere Elektronendichte. Und hier liegt eine sp3-Hybridisierung an, das schauen wir uns gleich nochmal an einem Modell an. Für einen aromatischen Ether habe ich hier einmal Anisol ins Spiel gebracht. Und hier können wir tatsächlich mesomere Grenzstrukturen zeichnen. Wir können zum Beispiel dieses Pi-Elektronenpaar der Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung heranziehen und hier zu dem Kohlenstoffatom verschieben, sodass wir hier ein freies Elektronenpaar haben, die positive Partialladung, positive Formalladung, die hier dann entsteht, können wir stabilisieren durch ein freies Elektronenpaar des Sauerstoffatoms. Das heißt, wir erhöhen die Elektronendichte hier im Phenylringsystem. Am Sauerstoff wird die etwas erniedrigt und das heißt, dieses Sauerstoffatom hat einen positiven elektronenschiebenden mesomeren Effekt. Wir können hier jetzt noch insgesamt zwei weitere mesomere Grenzstrukturen zeichnen. Einmal haben wir hier ein freies Elektronenpaar Paraposition, eine negative Formalladung und die vierte mesomere Grenzformel, wo wir jetzt hier eine negative Ladung haben, die habe ich jetzt nicht mehr angegeben, weil die identisch ist mit der ersten. Und aus diesen mesomeren Grenzstrukturen können wir jetzt herleiten, dass wir hier in den beiden Orthopositionen und der Paraposition eine negative Partialladung haben. Das sind also nukleophile Bereiche in diesem Molekül. Natürlich haben wir nach wie vor auch einen negativen induktiven Effekt, deswegen haben wir hier an der Alkylgruppe eine positive Partialladung. Hier unmittelbar an dem ersten Ring-C-Atom haben wir auch eine leichte positive Partialladung, aber wir hatten ja schon diskutiert, dass hier keine nukleophilen Substitutionen bei solch einem Aromaten stattfinden. Gut, schauen wir uns noch einmal ein Modell an. Das wäre jetzt der Das ist ein gesättigter Ether, Dimethylether oder Methoxymethan. Und hier haben wir jetzt zwei freie Elektronenpaare, eine sp3-Hybridisierung. Das heißt, tatsächlich sieht das Ganze so aus. Wir sehen hier sehr gut die tetraedrische Anordnung einmal der beiden Kohlenstoffatome, der freien Elektronenpaare. Das heißt, hier wird eine sp3-Hybridisierung bevorzugt. Gut, dadurch entsteht eine negative Partialladung im Bereich des Sauerstoffatomes. Vielleicht noch die beiden freien Elektronenpaare ein und eine positive Partialladung hier am Kohlenstoff.
Aus diesen Partialladungen können wir jetzt sehr leicht auf chemische Reaktivitäten schließen. Ein Nukleophil ist negativ geladen und wird hier jetzt bevorzugt eine neue Bindung zu diesem Kohlenstoffatom, was positiv partial geladen ist, aufbauen. Umgekehrt, Elektrophile sind positiv geladen. Die interagieren hier bevorzugt mit dem negativ geladenen Sauerstoffatom. Und ich möchte Sie ja auch noch einmal daran erinnern, dass eben auch Protonen elektrophile sind. Das heißt, wir können hier zum Beispiel am Sauerstoff eine Protonierung durchführen und wenn Elektrophile an dieses Sauerstoffatom binden, dann gilt das auch für Lewis-Säuren wie zum Beispiel Bortribromid, die auch einen Elektronenmangel haben. Gehen wir zu dem Anisol über. Hier haben wir die Besonderheit, dass eben das benachbarte C-Atom hier sp2 hybridisiert ist. Und wenn ich jetzt einmal hier ein sp3 hybridisiertes C-Atom anfüge, so ein Sauerstoffatom, das wäre jetzt eine sp3 Hybridisierung. Das hier ist unser Sauerstoffatom und die ist hier nicht so günstig, weil wir haben hier nur eine schwache Wechselwirkung mit dem Pi-System von unserem Benzolringsystem mit einem freien Elektronenpaar hier in einem sp3-Hybridorbital. Das wäre eine Hyperkonjugation. Günstiger wäre eine Konjugation und deswegen haben wir hier eben eine sp2-Hybridisierung. Bei einer sp2-Hybridisierung haben wir ein doppelt besetztes sp2-Hybridorbital, das liegt in der Ringebene. Und ein PZ-Orbital. Und das steht senkrecht auf der Ringebene, ist ein Pi-Orbital und damit haben wir hier jetzt eine intensive Wechselwirkung zwischen diesem PZ-Orbital und den PZ-Orbitalen des Aromaten. Und deswegen ist eine sp2-Hybridisierung hier deutlich günstiger. Hier habe ich jetzt das Sauerstoffatom durch einen violetten Baustein ersetzt. Also das noch einmal demonstriert, dass hier tatsächlich immer wenn ein Heteroatom mit einem sp2-hybridisierten C-Atom verknüpft ist, eben dieses Heteroatom auch sp2-hybridisiert ist. Gut, Sie sehen hier unten noch einmal Formel. Die Reaktivitäten sind noch einmal auf dieser Folie zusammengefasst. Also Nukleophile greifen ja bevorzugt am Kohlenstoffatom an, Elektrophile am Sauerstoff bei gesättigten Ethern. Bei aromatischen Ethern ist das Besondere, dass hier die Nukleophilie von den Kohlenstoffatomen in Ortho- und Paraposition erhöht wird. Und das heißt, hier bindet bevorzugt ein Elektrophil und das wäre dann eine elektrophile aromatische Substitution. Das heißt, die Regioselektivität bei diesen elektrophilen aromatischen Substitutionen können wir nicht nur über die Stabilität der Sigma-Komplexe, also dieser Carbenium-Ionen-Zwischenstufen, herleiten, sondern auch über die Partialladungen im Startmaterial. Gut, und bevorzugt wie Alkohole gehen Ether nukleophile Substitutionen ein oder Eliminierungen. Sie sehen hier zwei Beispiele, wobei hier der Elektronenfluss formal dargestellt wird. Und Sie erkennen auch direkt das Problem, wenn hier jetzt ein Nukleophil angreift, wir hier diese Alkoxygruppe verdrängen, haben wir als Abgangsgruppe ein Alkoholat. Alkoholate sind starke Brünnstedt-Basen, pKb-Wert -2, Alkohole haben pKs-Werte im Bereich 16, 17, 18 und 19. Und eine starke Brünnstedt-Base ist genau was? Eine schlechte Abgangsgruppe. Das heißt, wir müssen hier in irgendeiner Art und Weise diese Abgangsgruppen aktivieren. Wir sehen noch einmal hier durch die Farbkodierung. Violett ist die Abgangsgruppe hervorgehoben. Nukleophile sind in grün gehighlightet. Nun, ähnlich wie bei den Alkoholen, ist es so, dass wir hier durch eine Protonierung mit einer starken Brünnstedtsäure eine Aktivierung realisieren können. Das Ganze ist eine Gleichgewichtsreaktion. Es entsteht ein Oxonium-Ion. Diese Oxonium-Ionen sind starke Brünnstedtsäuren. Wir haben pKs-Werte im Bereich -2, -4. Das heißt, wir brauchen eine starke Brünnstedtsäure,
um überhaupt diese Zwischenstufe in ausreichenden Konzentrationen zu erzeugen. Wenn wir jetzt eine Substitution durchführen, dann spalten wir einen Alkohol als Abgangsgruppe ab. Alkohole sind schwache Brünnstedt-Basen, also haben wir hier jetzt dieses Aktivierungsproblem gelöst. Bei primären Substraten haben wir bevorzugt SN2-Substitutionen, hingegen bei sekundären und vor allem tertiären Startmaterialien, da dominiert der SN1-Mechanismus. Bei den Eliminierungen finden wir hauptsächlich einen E1-Mechanismus, in einigen Sonderfällen auch E2, dann wenn wir hier ein primäres Substrat insbesondere haben. Zur Aktivierung können nicht nur Brünnstedtsäuren herangezogen werden, sondern auch Lewis-Säuren, Aluminiumtrichlorid oder zum Beispiel Bortrichlorid, Bortrifluorid oder Bortrichromid. Gut, ich möchte Sie noch auf eine besondere Reaktivität von Ethern hinweisen, die im Labor und auch in der chemischen Industrie ein Sicherheitsproblem darstellen kann. Und zwar ist es so, dass Ether mit Sauerstoff in Gegenwart von Licht sogenannte Hydroperoxide bilden. Bei den Hydroperoxiden haben wir hier eine Peroxygruppe, das heißt zwei Sauerstoffatome, die mit einer Einfachbindung miteinander verknüpft sind. Wir haben hier die Oxidationszahl -1 vorliegen, nicht mehr -2. Und das sind Verbindungen, die vor allem in Reinform spontan explodieren können unter Sauerstofffreisetzung, also hochreaktive Verbindungen. Im Übrigen sind diese Hydroperoxide auch verwandt mit Halbacetalen. Hier haben wir eine Alkoxygruppe, eine OH-Gruppe, die mit einem Kohlenstoffatom verbunden ist. Und die OH-Gruppe wird hier eben durch eine solche Hydroperoxygruppe ersetzt. Gut, der Sauerstoff stammt aus der Luft und Licht ermöglicht diese Reaktion. Das Ganze ist eine radikalische Substitution, ähnlich wie die Halogenierung von Alkanen, die wir hier schon diskutiert haben. Wenn Sie mal die Reaktionsgleichung sich anschauen, ist es sogar so, dass hier alle Atome der beiden Startmaterialien im Produkt wiederzufinden. Das heißt, dieses Wasserstoffatom wird zwar intermediär abgespalten, bindet aber nachher wieder an das Produkt. Das heißt, eigentlich formal gesehen wäre das nicht eine Substitution, sondern eine Additionsreaktion. Diese Reaktionen laufen über Radikalzwischenstufen ab, und zwar solche Alkylradikale in Nachbarschaft vom Sauerstoffatom. Und das ist auch die Erklärung, warum es eben hier relativ leicht zur Bildung von diesen Hydroperoxiden kommt und weil eben diese Radikale hier durch einen positiven mesomeren Effekt des angrenzenden Sauerstoffatoms stabilisiert werden. Radikale werden generell durch mesomere Effekte stabilisiert, minus M und plus M. Gut, deswegen werden Ether häufig in dunklen Glasflaschen gelagert, damit sie dem Licht nicht ausgesetzt sind. In geschlossenen Schränken auch wiederum, um hier Licht auszuschließen und häufig auch unter Sauerstoffausschluss, unter einer Schutzgasatmosphäre. Also bei den Hydroperoxiden noch einmal, das sind wirklich sehr, sehr heimtückische Verbindungen. Ist so, wenn Sie zum Beispiel Diethylether haben, der, in dem diese Hydroperoxide angereichert sind, wenn Sie diese Verbindung einengen, aufkonzentrieren, die Hydroperoxide haben einen höheren Siedepunkt als die entsprechenden Ether, dann kann es sein, zum Beispiel, wenn Sie eine Druckänderung haben, also durch Belüften einer Apparatur, dass das schon ausreicht, um eine Explosion auszulösen. Das heißt, diese Hydroperoxide sind mechanisch sehr empfindlich auf Druckänderungen, auf Stoßänderungen. Und deswegen sollte man, wenn man hier mit Ethern arbeitet, immer darauf aufpassen. Es gibt auch Tests, um herauszufinden, ob ein Ether an Peroxiden angereichert ist. Es gibt Teststäbchen dafür, Jodstärke-Tests, um hier nachzuvollziehen, ob dieser Ether mit Peroxiden angereichert ist. Gut, ein Ether, der keine oder sehr viel weniger Peroxide bildet, das ist hier unten der Methyl-Tert-Butyl-Ether. Der Grund ist auch wiederum sehr leicht nachzuvollziehen. Sie sehen hier, in der einen Alpha-Position können wir kein Radikal bilden, da hier kein Wasserstoffatom vorhanden ist. Und auf der anderen Seite haben wir eine Methylgruppe. Das heißt, wenn wir hier jetzt ein Radikal bilden, ist dieses Radikal schlechter stabilisiert, als das hier beim Diethylether der Fall ist mit einer primären Alkylgruppe. Hier wird dieses Elektronenmangelzentrum nur noch durch einen positiven induktiven Effekt der angrenzenden Methylgruppe stabilisiert. Gut, als nächstes möchte ich gerne auf die physikalischen Eigenschaften zu sprechen kommen. Auch die sind sehr stark abhängig von Partialladung. Nun ist es so, dass wir bei
den Ethern im Gegensatz zu den Alkoholen kein OH-Proton haben. Das heißt, wir können keine Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden. Ether verfügen zwar über freie Elektronenpaare, das heißt, können als Wasserstoffbrückenakzeptor dienen, aber nicht als Wasserstoffbrückendonor, eben weil dieses OH-Proton fehlt. Und die Konsequenz ist, dass also dadurch Ether zum einen sehr viel niedrigere Siedepunkte haben und Schmelzpunkte als Alkohole und auf der anderen Seite auch schlechter mit Wasser mischbar sind, aufgrund der geringeren Polarität. Ich nehme jetzt einmal den Vergleich von verschiedenen organischen Substanzen. Wir fangen bei Wasser an. Hier haben wir einen Siedepunkt von 100 Grad. Bei Ethanol liegt er bei 78 Grad, weil Ethanol eben keine zwei OH-Protonen hat, also weniger Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden kann. Gehen wir zum Diethylether, dann sinkt hier der Siedepunkt auf 35 Grad Celsius, also der ist sehr, sehr niedrig. Und das, obwohl Diethylether hier eine deutlich höhere molare Masse aufweist von 74 Gramm pro Mol. Diethylether ist so unpolar, dass der Siedepunkt sogar ähnlich ist dem des N-Pentan. Beim N-Pentan wurde hier der Sauerstoff formal ersetzt durch eine CH2-Gruppe und N-Pentan hat eigentlich nahezu den identischen Siedepunkt. Gut, hier unten haben wir jetzt Diisopropylether vorliegen, Siedepunkt 69 Grad. Der steigt hier jetzt wiederum an aufgrund der größeren molaren Masse im Vergleich zum Diethylether. Methyl-Tertbutylether hat einen Siedepunkt von 55 Grad Celsius. Und das heißt, im Vergleich zum Diisopropylether ist der jetzt nochmal ein Stück niedriger. Und weil hier eben ein relativ niedriger Dipolmoment vorliegt. Bei den zyklischen Ethern hingegen ist der Dipolmoment höher, dadurch, dass hier die Position der Alkylgruppen von der Konformation fixiert ist. Wir haben hier einen Siedepunkt jetzt von 66 Grad und das auch, obwohl Tetrahydrofuran einen etwas geringeren Siedepunkt hat als MTB. Im Vergleich Cyclopentan 49 Grad Celsius, hier kann man jetzt schon einen Unterschied erkennen durch die Ersetzung von dem Sauerstoffatom durch eine CH2-Gruppe. Gut, als Sechstes möchte ich nun eingehen auf die Synthese von Ethern. Wir hatten im Rahmen dieses Kurses schon einige Beispiele besprochen, wie Ether hergestellt werden. Und sehr, sehr häufig finden wir hier zum Beispiel die Kondensation von zwei Alkoholen in Gegenwart eines Brønstedt-Säurekatalysators. Ich möchte Sie da noch einmal verweisen auf den Teil 18, auf die Synthese von Methyl-Tertbutylether aus Methanol und Tertbutan. Gut, also wir haben zwei Alkohole. Es können auch derselbe Alkohol verwendet werden und mit sich selbst kondensieren. Ein Brønstedt-Säurekatalysator. Hier liegt bei dieser Substitutionsreaktion ein SN1- oder SN2-Mechanismus vor in Abhängigkeit von dem Kohlenstoffrückgrat. In Teil 10 hatten wir hier schon den Reaktionsmechanismus besprochen für die Produktion von Diethylether aus Ethanol. Die beiden Moleküle sind identisch. Ich habe hier jetzt einmal die verschiedenen Reaktivitäten, die für den Mechanismus eine Rolle spielen, noch mit Farben hervorgehoben. Und diesen Reaktionsmechanismus würde ich gerne mit Ihnen noch einmal an der Tafel diskutieren, damit Sie das nochmal Schritt für Schritt logisch besser nachvollziehen. Gut, wir sind jetzt bei dem Kapitel 9 der Folie 31. Also, OH-Gruppe, schlechte Abgangsgruppe, weil starke Brønstedt-Base. Das heißt, hier haben wir jetzt zunächst im Gleichgewicht eine Protonierung. Ich schreibe hier jetzt einmal nur H+ hin. Das Proton stammt in diesem Beispiel jetzt primär Schwefelsäure wird hier als Katalysator eingesetzt oder auch Paratoluolsulfonsäure. Gut, wir haben hier unser nukleophiles Sauerstoffatom. Das heißt, wir bauen jetzt zunächst eine kovalente Bindung zu dem Proton auf. Wir generieren jetzt eine Zwischenstufe mit einem dreibindigen Sauerstoffatom. Das heißt, wir haben hier eine positive Formalladung. Das wäre jetzt unsere Oxonium-Ion-Zwischenstufe.
Gut, die reagiert jetzt mit einem zweiten Molekül Ethanol. Hier wird wiederum die Nukleophilie ausgenutzt. Wir haben hier jetzt am Kohlenstoff eine positive Partialladung. Die positive Partialladung wird sogar noch erhöht, dadurch, dass der Sauerstoff hier eine positive Formalladung trägt, wird diese Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindung noch leichter zum Sauerstoff, noch stärker zum Sauerstoff polarisiert, was einen heterolytischen Bindungsbruch begünstigt. Wir haben hier einen chimären Alkohol vorliegen, deswegen wird diese Substitution nach einem SN2-Mechanismus ablaufen. Rückseitenangriff durch ein zweites Molekül Ethanol. Wir schauen uns dann hier noch einmal den Übergangszustand dieser Substitution an. Die SN2-Substitution zeichnet sich dadurch aus, dass hier die Abgangsgruppe in einem Schritt durch das Nukleophil ersetzt wird. Das heißt, wir haben hier eine konzertierte Reaktion vorliegen. Wir generieren dann wiederum ein Oxonemion als Produkt dieses Reaktionsschrittes. Und das heißt, was jetzt noch fehlt, ist einfach eine Deprotonierung. Und diese Deprotonierung setzt unseren Katalysator wieder frei, ein Proton, und generiert unser Produkt. Also ein dreistufiger Mechanismus, Protonierung, Aktivierung der OH-Gruppe, dann nukleophile Substitution, hier über einen solchen trigonal-bipyramidalen Übergangszustand, anschließend Deprotonierung. Also ein dreistufiger Mechanismus und ein Reaktionsverlaufsprofil. Für diesen Reaktionsmechanismus finden Sie in Teil 10 dieses Kurses. Eine zweite Möglichkeit, um Ether herzustellen, bietet eine Umsetzung unter basischen Bedingungen von Alkylhalogeniden mit Alkoholaten. Alkoholate sind sehr starke Brünnstedt-Basen, pKb-Werte -2 in dem Bereich und daher gute Nukleophile. Und wenn wir jetzt in unserem Molekül eine gute Abgangsgruppe haben, eben Chlor, Brom oder Jod oder ein Sulfonat, dann können wir hier in einer SN2-Reaktion diese gute Abgangsgruppe ersetzen und so ebenfalls Ether herstellen. Das funktioniert besonders gut, wenn hier dieser Rest R1 eine Methylgruppe ist, ein primärer Substituent, und es funktioniert auch noch bei einem sekundären Kohlenwasserstoff. Epoxide sind wichtige Zwischenstufen für chemische Synthesen und die finden wir auch wieder zum Beispiel bei der, Abbau von Benzol. Ne? Bei Benzol wird ja zunächst auch in ein Epoxid überführt, wie wir das bei den Aromaten diskutiert haben. Diese Epoxidierung, auf die sind wir schon genauer eingegangen in Teil 12, die werden mit Persäuren wie dieser Metachlorperoxybenzoesäure durchgeführt. Hier wird ein Sauerstoffatom, ein elektrophiles mit 3 Elektronenpaaren auf unser nukleophiles Alkän übertragen. Das erfolgt in einem einzigen Reaktionsschritt. Das Ganze ist eine Cis-Addition, da hier die Bindung zu dem Sauerstoffatom von derselben Seite aus an die Doppelbindung erfolgen.
Diese Umsetzungen sind stereospezifisch, nicht selektiv, weil hier durch den Reaktionsmechanismus die Konfiguration des Produktes vorgegeben wird. Aus E-konfigurierten Alkenen erhalten wir Trans-Epoxide, also bei dem die beiden Substituenten auf unterschiedlichen Seiten des Ringsystems liegen, und aus Z-Alkenen generieren wir Cis-Epoxide. Das heißt, wir können über die Konfiguration unseres Startmaterials, des Olefines, kontrollieren, welches Diastereomer wir hier als Produkt erzeugen. Und das ist immer sehr nützlich, wenn man Moleküle stereoselektiv, in dem Fall stereospezifisch, konstruieren möchte. Ich möchte Ihnen noch zwei weitere Synthesemethoden vorstellen. Das sind einmal ausgehend von diesen Halohydrinen. Die Synthesen hatten wir hier auch schon bei den Alkenen diskutiert. Das heißt, wir haben zum Beispiel Cyclohexan, das als Nukleophil mit einem Halogenierungsmittel reagiert, wie Chlor, Brom oder Jod. Oder diesen N-Halogenosuccinimiden, die können ebenfalls Halogenatome übertragen mit drei freien Elektronenpaaren, das heißt elektrophile Halogenatome. Wir erzeugen dann zunächst eine Halonium-Zwischenstufe, und wenn diese Reaktionen in Wasser durchgeführt werden als Lösungsmittel, dann erhalten wir hier solche zwei Halogenoalkohole als Produkt. Die sind transkonfiguriert, das ist auch wiederum über den Reaktionsmechanismus vorgegeben. Und diese sogenannten Halohydrine reagieren unter basischen Bedingungen zu Epoxiden. Es findet eine Zyklisierung statt, weil wir haben in diesem Molekül hier eine gute Abgangsgruppe, ein Halogenatom. Und wenn wir hier jetzt die OH-Gruppe deprotonieren, erhalten wir ein Alkoholat. Alkoholate sind starke Nukleophile, und dann kommt es hier zum Ringschluss. Und zwar entsteht hier dann das entsprechende Cis-Epoxid. Und diese Reaktion möchte ich gerne noch einmal mit Ihnen kurz an der Tafel erläutern. Gehen wir mal aus, dass wir hier jetzt Chlor als Abgangsgruppe haben. Im ersten Schritt wird hier jetzt der Alkohol deprotoniert. Wenn wir dafür jetzt ein Hydroxidsalz einsetzen oder ein Alkoholatsalz, ist das eine Gleichgewichtsreaktion. Und jetzt haben wir wieder eine gute Abgangsgruppe, die gerne abgespalten werden möchte. Und wir haben gleichzeitig ein gutes Nukleophil, was hier angreifen kann. Und ich zeichne Ihnen jetzt kurz noch einmal diese Verbindung hier von der Seite betrachten. Das heißt, wir haben hier unterhalb der Ringebene unser Nukleophil, hier oberhalb der Ringebene unsere Abgangsgruppe, hier haben wir noch ein Wasserstoffatom und hier. Und wenn jetzt hier unser Sauerstoffatom angreift, erfolgt das von der Rückseite, das wäre in dem Fall dann eine SN2-Substitution. Dass hier jetzt das Sauerstoffatom hinter der Tafelebene liegt. Das Sauerstoff geht nach unten. Die beiden Wasserstoffatome liegen jetzt vor der Tafel. Das heißt, diese Reaktion wäre auch in dem Fall stereospezifisch. Ist ja auch so, dass wir haben hier ein dreigliedriges Ringsystem mit einer Cis-Konfiguration. Und wenn jetzt die beiden Substituenten in so ein sechsgliedriges Ringsystem eingebunden sind, dann wäre das entsprechende Transdiastereomer ja auch gar nicht stabil. Das könnten wir nicht erzeugen. Diese Substitution würde ich mir gerne noch einmal kurz am Visualizer mit Ihnen anschauen. Gut, das hier ist jetzt unser Halohydrin.
Und das liegt natürlich hier dann als sesselkonformär vor. Also diese Reaktion brauchen wir sogar diese Konformation für den Rückseitenangriff. Und jetzt deprotonieren wir. Hier erfolgt jetzt der Angriff von der Rückseite, verdrängt unsere Abgangsgruppe. Das heißt, an dem C-Atom mit der guten Abgangsgruppe erfolgt eine Inversion der Konfiguration. Und wir erhalten hier jetzt entsprechende Epoxy. Durch diesen Ringschluss haben wir jetzt im Übrigen keine Sesselkonformation mehr vorliegen. Hier haben wir eine Fixierung von der Konformation her durch dieses dreigliedrige Ringsystem. Und das bedeutet, dass hier jetzt eine Halbsesselkonformation vorliegt. Die hatten wir ganz kurz auch bei den Zykloalkanen schon besprochen. Gut, diese Zyklisierung ist eine sogenannte intramolekulare Reaktion, die also innerhalb eines Moleküls abläuft. Hier oben, das sind intermolekulare Reaktionen, also zwischen zwei Molekülen oder mehr und nicht innerhalb von einem Teilchen. Nun, also wir haben uns jetzt Synthesen angeschaut, wie man Ether herstellen kann. Die hatten wir teilweise auch schon in vorhergehenden Kapiteln diskutiert, wie bei den Alkoholen und den Alkenen. Und ich möchte jetzt aber im Folgenden darauf eingehen, welche Reaktionen gehen Ether ein. Wir hatten ja die Reaktivitäten diskutiert und in der Tat hier haben wir hauptsächlich nukleophile Substitutionen und Eliminierungen. Ganz typisch sind solche Ether-Spaltungen. Hier sehen Sie noch einmal Anisol, wobei hier jetzt diese Enoxygruppe als Abgangsgruppe dient. Und Ether lassen sich, also gerade aromatische Ether lassen sich häufig spalten mit HCl, HBr oder HI. Und wir generieren dann Phenol und in dem Fall Methylbromid, wenn wir HBr einsetzen. Das Ganze ist eine SN2-Substitution, da hier die nukleophile Substitution an der Methylgruppe stattfindet, sterisch geringe Hinderung, das ist günstig für SN2. Was nicht entsteht, ist Brombenzol und Methanol. Dieses Produkt würde generiert werden durch einen nukleophilen Angriff an diesem C-Atom hier. Und das findet nicht statt, weil wir eben keine nukleophilen Substitutionen nach einem SN2- oder SN1-Mechanismus an solchen aromatischen Ring-C-Atom haben. Und um das besser zu verstehen, würde ich gerne auch noch mal einmal auf den Mechanismus an der Tafel eingehen. Gut, wir haben jetzt ein Ether und HBr, das wissen Sie, ist eine starke Brönstedt-Säure. Das heißt, was ist hier jetzt, was würden Sie als ersten Reaktionsschritt erwarten? Wir hatten ja eben schon die Reaktivität von Ethern diskutiert. Was passiert, wenn wir einen Ether mit einer starken Brönstedt-Säure mischen? Also was ist der allererste Schritt? Reaktion Ether mit einer starken Brönstedt-Säure. Ich gebe einen Tipp, ist eine Gleichgewichtsreaktion, die zunächst abläuft. Genau. Wir haben zunächst eine Protonierung. Ist eine Gleichgewichtsreaktion, da das Oxonium-Ion, was dabei entsteht, ebenfalls eine starke Brönstedt-Säure. Gut, jetzt nächster Schritt.
BR-, das heißt, wir haben jetzt ein ganz passables Nukleophil generiert und BR- kann jetzt entweder hier an der Methylgruppe angreifen oder hier an diesem Kohlenstoffatom. Das Ganze ist entweder eine SN1- oder SN2-Substitution an einem gesättigten Kohlenstoffatom. Und wir hatten ja schon diskutiert bei den Halogenalkanen, dass bei Aromaten keine SN1- und SN2-Substitution stattfinden. Bei einer SN2-Substitution, Rückseitenangriff, die Rückseite ist hier blockiert durch unser aromatisches Ringsystem. Und wir schauen uns gleich noch an, was bei einer SN1-Substitution entstehen wird. Also, SN2. Und wir können jetzt hier Phenol als Koppelprodukt abspalten. Gut, jetzt überlegen wir uns nochmal, wenn hier jetzt eine SN1-Substitution ablaufen würde, müssten wir zunächst Methanol eliminieren. Und dann erzeugen wir ein Phenylcarbenium. Und Sie wissen, bei den Aromaten sind alle C-Atome sp2 hybridisiert. Das pz-Orbital von diesem Kohlenstoffatom ist schon in das aromatische Ringsystem integriert. Das heißt, wir hätten hier jetzt ein unbesetztes sp2-Hybridorbital. Wir hatten schon besprochen, bei den Carbeniumionen, SN1-Substitutionen, dass die Stabilität zunimmt oder dass sie bevorzugt sp2 hybridisiert sind, weil wir dann ein unbesetztes pz-Orbital haben und hier dann zum Beispiel über Hyperkonjugation und induktive Effekte die positive Ladung stabilisiert werden kann. Da hatten wir allerdings ein unbesetztes pz-Orbital. Hier ist jetzt so, das sp2-Hybrid-Orbital liegt energetisch tiefer als die e-Atom-Orbitale und deswegen ist das sehr, sehr ungünstig, wenn wir ein solches Kation bilden. Deswegen haben wir hier auch keine SN1-Substitution bei diesen Aromaten. Es gibt ein paar Spezialfälle, wo wir sehr, sehr gute Abgangsgruppen haben, wo doch eine SN1-Substitution an einem Aromaten abläuft, aber das ist wirklich eher die Ausnahme. Deswegen erzeugen wir hier jetzt selektiv Phenol und Brommethan und nicht Brombenzol und Methanol. Produkte, die wir dabei erzeugen, sind keine Isomere. Und deswegen würden wir diese Selektivität jetzt für Chemoselektivität klassifizieren. Also immer, wenn Sie verschiedene Produkte erhalten, das sind keine Isomere, dann ist das eine Chemoselektivität, wenn eines der Produkte bevorzugt generiert wird. Gut, das heißt, Ether-Spaltung über SN2-Substitution. Es gibt auch Beispiele für Ether-Spaltung über eine SN1-Substitution, insbesondere wenn wir tertiäre Alkylgruppen haben. Bei tertiären Alkylgruppen kann aber nicht nur eine nukleophile Substitution, eine Ether-Spaltung ablaufen, sondern auch eine Eliminierung. Und das sehen Sie hier bei dem zweiten Beispiel. Hier haben wir die Umsetzung von diesem unsymmetrischen Ether mit Trifluoressigsäure. Die Tafel verdeckt hier im Hörsaal gerade noch die Projektion. Danke. Und Trifluoressigsäure ist auch eine relativ starke Brünstedtsäure, TKS-Wert 0,2. Und die korrespondierende Base, das Trifluoracetat-Anion, ist ein schlechtes Nukleophil. Ein deutlich schlechteres Nukleophil als BR-. Deswegen haben wir hier keine Substitution, sondern eine Eliminierung. Gut, und hier wird selektiv auch diese Bindung gespalten. Also wir haben jetzt zunächst auch eine Protonierung und dann wird diese CO-Bindung leichter gespalten, weil wir dabei ein Tert-Butyl-Kation freisetzen, ein tertiäres Kation und nicht ein Cyclohexylcarbenion, bei dem die positive Ladung an einem sekundären Zertum ist. Also wir generieren bei der Spaltung dieser Bindung ein besser stabilisiertes Carbenium-Ion und deswegen erhalten wir unter den Reaktionsbedingungen noch mit Erhitzen hier Cyclohexanol und Isobuten als Produkte und nicht Cyclohexen und Tert-Butanol. Also auch hier wiederum ein Beispiel für Chemoselektivität, was wir über den
Vergleich der Stabilität von Zwischenstufen erklären können. In dem Fall wären das dann Carbeniumionen. Epoxide finden wir relativ selten in der Natur. Ein Beispiel wäre, wenn Benzol oxidiert wird im menschlichen Körper, dann generieren wir ein Epoxid. Ansonsten gibt es solche Epoxide aber eher selten. Und deswegen ist so, in der chemischen Synthese setzen wir diese Oxirane ein, um andere Produkte daraus herzustellen. Die Epoxide sind nämlich vergleichbar mit den Cyclopropanen, die wir in Teil 5 kennengelernt haben. Cyclopropan ist ein dreigliedriges Ringsystem und es zeichnet sich hier aus durch eine hohe Bayer-Winkelspannung und eine hohe Pitzer-Spannung. Und diese hohe Ringspannung führt dazu, dass solche kleinen Ringsysteme sehr reaktiv sind. Das heißt, wir können ein Epoxid relativ leicht öffnen, zum Beispiel hier mit ABR kann das erfolgen. Und dann haben wir einen Angriff hier von der Rückseite. Und jetzt wiederum die Frage, welche Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindung wird gespalten. Unter diesen sauren Bedingungen haben wir eine SN1-Substitution. Und deswegen wird selektiv diese CO-Bindung gespalten. Wir generieren dann nämlich hier ein tertiäres Carbeniumion und nicht ein sekundäres. Also hier gibt uns die Stabilität von den Carbeniumionen, die hier entstehen, wiederum vor, welches Produkt gebildet wird. Wir sehen hier das Produkt, was hier angezeigt wird. Hier haben wir einen primären Alkohol, hier einen tertiären Alkohol. Und die beiden Moleküle haben jetzt dieselbe Summenformel, sind also Isomere, es sind Konstitutionsisomere, die sich durch die Bindungsreihenfolge unterscheiden. Und da die beiden Konstitutionsisomere aus der Reaktion derselben funktionellen Gruppe hier entstehen, können wir die als Regioisomere bezeichnen. Also unter sauren Bedingungen, regioselektiv erfolgt die Ringöffnung hier am höher substituierten C-Atom. Gut, hier unten sehen Sie jetzt ein Beispiel für eine SN2-Substitution, ebenfalls eine Epoxidöffnung. Hier haben wir jetzt kein tertiäres C-Atom, wir können also kein gut stabilisiertes Carbeniumion bilden. Deswegen greift hier Cl- dann an dem primären C-Atom an und wir generieren dieses Regioisomer, das zweite Regioisomer, wird hier nur als Nebenprodukt generiert. Gut, zum Abschluss schauen wir uns noch an, was wir alles aus Epoxiden herstellen können. Wir können Epoxide umsetzen mit vielen verschiedenen Nukleophilen. Die sind also vergleichbar von der Reaktivität mit den Halogenalkanen. Mit Aminen erhalten wir Aminoalkohole. Mit metallorganischen Verbindungen wie Lithiumorganylen können wir Alkohole generieren, die hier um einen Kohlenwasserstoffrest erweitert sind. Alkoholate wiederum liefern Beta-Hydroxyether und die Umsetzung mit Wasser wandelt Epoxide in Diolo. Generell ist es so, wenn wir hier einen SN1-Mechanismus haben, wie bei dem ersten Beispiel auf der vorhergehenden Folie, dann erfolgt der Angriff am höher substituierten C-Atom, weil hier eine positive Ladung besser stabilisiert ist. Hingegen bei einem SN2-Mechanismus erfolgt der nukleophile Angriff an dem niedriger substituierten C-Atom und der SN2-Mechanismus dominiert bei diesen Ringöffnungen, gerade wenn wir starke Nukleophile vorliegen haben, also unter basischen Reaktionsbedingungen. Saure Reaktionsbedingungen, häufig eher SN1. Gut, damit haben wir jetzt die wichtigsten Eigenschaften, wichtigsten Synthesemethoden und Reaktionen von solchen Ethern kennengelernt. Wir haben gesehen, dass die Reaktivität sich hier basierend auf einfachen induktiven Effekten herleiten lässt und dass hier auch eine gewisse Verwandtschaft mit den Alkoholen vorliegt. Auch bei den Alkoholen haben wir gesehen, dass für eine nukleophile Substitution bzw. eine Eliminierung häufig wir zunächst eine Protonierung haben und eine Oxonion-Zwischenstufe generieren, genau wie das hier auch der Fall ist. Damit möchte ich zunächst das Thema der funktionellen Gruppen mit einer Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindung pro Kohlenstoffatom abschließen und wir gehen jetzt zu den spannenden schwefelhaltigen funktionellen Gruppen über. Hierzu zählen Diole, das sind sozusagen Derivate der Alkohole, bei denen der Sauerstoff durch ein Schwefelatom ersetzt wird. Thioether oder Sulfide. Hier wurde Sauerstoff
eines Ethers substituiert durch Schwefel ebenfalls. Und wir werden uns auch noch Persulfide anschauen, wo wir eine Schwefelbindung vorfinden. Also wir wechseln jetzt in diesem Kapitel zum Bereich der schwefelhaltigen Verbindung. Wir sehen, da gibt es noch andere Derivate wie solche Sulfoxide und Sulfone. Und im nächsten Teil werden wir hier auch auf stickstoffhaltige funktionelle Gruppen eingehen, nämlich Amine und Nitroalkane. Schwefel steht in der dritten Periode im Periodensystem unter dem Sauerstoff. Wir haben hier eine Valenzelektronenkonfiguration 3s. 3P4 und deswegen genauso wie Sauerstoff geht Schwefel bevorzugt zwei Bindungen an. Und Schwefel bevorzugt dabei Einfachbindungen, Doppelbindungen sind nicht mehr so stabil. Warum, das werden wir gleich noch genauer erkunden. Wir sehen hier einmal die verschiedenen Stoffklassen. Thiole hatte ich eben schon angesprochen. Hier haben wir eine Mercaptogruppe statt einer Hydroxygruppe wie bei Alkoholen. Als nächstes Sulfide, Thioether und bei Persulfiden haben wir eine Schwefel-Schwefelbindung. Diese Persulfide oder Disulfide leiten sich vom Wasserstoffperoxid ab. Hier haben wir eine Sauerstoff-Sauerstoff-Bindung. Wir hatten bei den Ethern eben schon gesehen, dass diese Peroxidverbindungen sehr, sehr instabil und explosiv sein können. Diese Disulfide sind wesentlich stabil. Ein Thiol, was wir in der Natur finden, ist das Cystein, eine proteinogene Aminosäure. Als Seitenkette haben wir hier eine CH2-Gruppe und eine SH-Funktion. Das Besondere an Cystein ist, dass hier aufgrund der ZIP-Regeln eine R- und nicht eine S-Konfiguration vorliegt, wie bei allen anderen proteinogenen Aminosäuren. Wir sehen, da steht hier drunter, Cystein stinkt nicht. Das ist nämlich eine charakteristische Eigenschaft von Schwefelverbindungen mit einer niedrigen molekularen Masse, dass die einen ganz extrem unangenehmen Geruch haben. Das kennen Sie vielleicht schon von H2S, Schwefelwasserstoff, das nach faulen Eiern riecht. Hier sehen Sie eine weitere Verbindung, das Tert-Butyl-Thiol. Auch das hat einen sehr, sehr penetranten Geruch. Es ist bei vielen Schwefelverbindungen schon so, dass wir quasi schon wenige Moleküle mit unserer Nase in der Luft wahrnehmen. Deswegen wird Tert-Butyl-Thiol auch Erdgas zugesetzt. Erdgas besteht hauptsächlich aus Methan. Methan ist geruchslos. Wenn jetzt aber Erdgas ausströmt, ist das eine große Gefahr, weil das natürlich hochentzündlich ist und sich an heißen Oberflächen spontan entzünden kann. Deswegen möchte man dem Erdgas einen Stoff zugeben, sodass wir über unseren Geruchssinn wahrnehmen, da stimmt was nicht. Und da hat man sich für Tert-Butyl-Thiol entschieden. Da kann man wirklich schon wenige Moleküle in der Luft riechen. Hier rechts sehen Sie ein Thioether, das Thiophen. Das ist ein Hückelaromat, hatten wir auch schon bei den Hückelaromaten kennengelernt. Und ganz rechts sehen Sie ein sogenanntes Dialylsulfid. Das kommt zum Beispiel in Knoblauch vor. Auch hier Knoblauch. Zwiebeln finden wir schwefelhaltige Verbindung. Daher kommt dieser penetrante, etwas stechende Geruch dieser Pflanzen. Gut, eine weitere wichtige Schwefelverbindung, die Sie in großen Mengen in Ihrem Körper haben, das ist das sogenannte Coenzym A. Und Sie sehen, das ist ein großes Molekül. Deswegen ist es gut, dass deswegen stinkt Coenzym A nicht. Wenn Coenzym A stinken würde, müssten wir Online-Unterricht nicht nur aufgrund von Corona-Beschränkungen machen, sondern weil wir uns dann auch nicht mehr riechen können. Also sehen, großes Molekül. Wir haben hier eine Thiolgruppe, die ist ganz entscheidend. Setzt sich zusammen aus der Nukleobase Adenin, hier aus dem Zucker Ribose. Hier haben wir eine Furanose mit einem Tetrahydrofuranring, zwei Phosphatgruppen und dann haben wir hier die Pantothensäure Vitamin B5. Gut, als nächstes möchte ich dann wiederum auf die Nomenklatur eingehen dieser Stoffklassen. Die leitet sich eigentlich auch relativ logisch von der Sauerstoffanaloge ab. Wir haben hier einmal das Thiol, das Sie eben schon gesehen haben. Thiole können wir entweder so benennen, dass diese SH-Gruppe als Substituent definiert wird. Dann haben wir einen Mercaptoalkan vorliegen.
Oder wie bei einem Alkohol können wir auch ein Suffix verwenden, in dem Fall nicht ol, sondern thiol. Thi sagt uns, es liegt hier eine Schwefelverbindung vor. Also hier Tert-Butyl-Thiol. Wir können das aber auch als Tert-Butan-Thiol bezeichnen oder als Mercapto-Tert-Butan. Der vollständige JUPAC-Name wäre hier 2-Methylpropan-2-Thiol. Weiter Beispiel, ein aromatischer Thiol. Hier ist es einfacher, die Verbindung zu benennen, wenn wir hier die SH-Gruppe als Substituenten auffassen. Und dann würde hier der Name Meta-Mercapto-Benzoesäure resultieren. Bei den Sulfiden und Disulfiden, die werden eigentlich genauso wie Ether benannt. Also wir können hier die beiden Kohlenwasserstoffreste vorstellen, als Seitenketten auffassen und schreiben dann hier statt Ether entweder Thioether oder Sulfid. Einer Persulfidgruppe würden wir hier dann Disulfid hinten dran hängen, das heißt die Anzahl der Schwefelatome über eine griechische Zahlenvorsilbe definieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir hier das Ganze als Substituenten auffassen, das heißt wir haben eine Hauptkette, einen Alkan und dann würden wir die zweite Alkylkette und Schwefel durch Alkylthio hier kenntlich machen. Gut, hier diese Verbindung Thio Anisol mit Trivialnamen, ein Derivat des Anisoles, können wir benennen dann als Methylphenylsulfid oder Methylphenylthioether oder dritte Möglichkeit wäre Methylthiobenzol. Bei dem letzten Beispiel haben wir eine Disulfid, Endung Disulfid nachstellen. Wir haben hier wiederum zwei Allylgruppen, also können wir das ganze Molekül als Dialyldisulfid bezeichnen oder wir können hier die systematischen JUPAC-Namen für die Seitenketten verwenden und das Ganze als Di-2-Propen-1-Thyl bezeichnen. Das heißt, wir haben hier eine Doppelbindung, die vom zweiten C-Atom ausgeht und solche komplexen Substituenten, da ist immer wichtig, dass Sie die in runde Klammern schreiben, damit klar ist, dass sich hier zum Beispiel diese Lokatoren auf die Seitenkette beziehen. Gut. Jetzt gehen wir noch einmal ein bisschen zurück zur allgemeinen Chemie, weil aus der allgemeinen Chemie und der anorganischen Chemie können wir lernen, warum Schwefelverbindungen sich anders verhalten, andere Eigenschaften haben, sowohl physikalische wie auch chemische, als die entsprechenden Alkohole und Ether als Sauerstoff an. Die Elektronegativität vom Schwefel ist deutlich geringer, liegt in der dritten Periode, die ist nur 2,6. Das heißt, Schwefelkohlenstoffbindungen, Schwefelwasserstoffbindungen sind deutlich schwächer polarisiert. Zum Beispiel zwischen Schwefel und Wasserstoff haben wir nur noch eine Elektronegativitätsdifferenz von 0,4. Bedeutet, die Ole bilden im Regelfall keine starken Wasserstoffbrückenbindungen. Daraus resultiert wiederum, dass die Ole niedrigere Siedepunkte haben als die entsprechenden Alkohole. Schwefel ist im Übrigen nicht nur in der Oxidationsstufe minus 2, minus 1 stabil, sondern der kommt in vielen verschiedenen Oxidationsstufen vor. Sauerstoff wiederum finden wir eigentlich immer in der Oxidationszahl minus 2, selten minus 1 und die Verbindung mit minus 1, denn die Peroxide, die sind häufig sehr reaktiv. Anders wie gesagt bei den Schwefelverbindungen. Bei Schwefel ist sogar das Besondere, dass das in sehr, sehr vielen Oxidationszahlen vorkommt, bis zur Oxidationsstufe plus 6. Wie bei der Schwefelsäure zum Beispiel. Also Schwefel können wir leichter Elektronen entreißen aufgrund der geringeren Elektronegativität. Dadurch ist Schwefel viel leichter oxidierbar und es gibt sehr, sehr viele verschiedene funktionelle Gruppen, die ein Schwefelatom oder mehrere enthalten. Aufgrund der geringeren Elektronegativität sind Schwefelverbindungen im Allgemeinen auch deutlich stärkere Nukleophile als Sauerstoffverbindungen. Schauen wir uns noch einmal die Anzahl der Valenzelektronen an. Sauerstoff hat im Grundzustand 8 Valenzelektronen, 8 Elektronen, nicht Valenzelektronen. Beide Elemente haben 6 Valenzelektronen, aber die Gesamtanzahl der Elektronen im Grundzustand variiert. Sauerstoff 8 und beim Schwefel, was ja in der zweiten, sondern der dritten Periode steht,
sind es schon 16. Daraus resultiert ein größerer Kovalenzradius, Schwefel 103 Pikometer im Vergleich zum Sauerstoff mit 73 Pikometer. Aufgrund des höheren Kovalenzradius, der größeren Anzahl der Elektronen, haben wir eine höhere Bindungslänge Kohlenstoff-Schwefel im Vergleich zur Kohlenstoff-Sauerstoff. Also Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindung relativ kurz. Kohlenstoff-Schwefel-Bindungen werden immer länger aufgrund der höheren Anzahl der Elektronen, die hier um unseren Schwefelatomkern zirkulieren. Und das hat einen wichtigen Effekt. Konjugation ist zu einem Schwefelatom deutlich schwächer. Wenn wir ein Kohlenstoffatom haben, sp2 hybridisiert, mein Unterarm repräsentiert jetzt ein pz-Orbital. Wir haben jetzt Sauerstoff mit einem pz-Orbital. Hier haben wir jetzt ein großes Volumen, mit dem sich die beiden Atomorbitale überlappen. Und das heißt, hier entstehen jetzt vier Orbitale, ein pi-bindes, ein pi-antibindes Orbital, die energetisch sehr stark aufgespalten sind. Und dadurch haben wir, wenn wir dann diese Molekülorbitale mit Elektronen besetzen, einen deutlichen Energiegewinn. Nun, größere Bindungslänge beim Schwefel heißt wiederum, die beiden pz-Atomorbitale sind weiter voneinander entfernt. Das schwächt hier die Pi-Bindung, die Konjugation. Und deswegen sind Pi-Bindungen beim Schwefel gar nicht so stabil. Das heißt, Schwefel, alle Elemente der dritten Periode oder der höheren Perioden machen gar nicht so gerne Mehrfachbindungen, sondern bevorzugt Einfachbindungen. Sie sehen hier eine Modifikation von Schwefel, das sind solche S8-Ringe. Ein Ring, der aus 8 Sauerstoffatomen besteht, der existiert gar nicht. Wahrscheinlich, wenn Sie einen O8-Ring herstellen würden, würde das in dem Moment, wo das Molekül entsteht, sofort wieder auseinanderfliegen, weil das eine sehr, sehr energiereiche Verbindung. Schwefel allerdings ist stabil. Die höhere Affinität zu Doppelbindung wird schon beim Sauerstoff hier gezeigt. Sauerstoff kommt ausschließlich als O2 in der Natur vor, also eine Sauerstoff-Sauerstoff-Doppelbindung. Gut, und das erklärt sich auch, dass wir hier relativ wenig funktionelle Gruppen mit Doppelbindungen zu einem Schwefelatom finden. Mit diesem Wissen können wir jetzt diskutieren, Partialladung, physikalisch-chemische Eigenschaften von Schwefelverbindungen. Bei Thiolen haben wir eine schwach polarisierte Schwefel-Wasserstoffbindung. Deswegen haben wir hier eine leichte positive Partialladung im Bereich des Wasserstoffatoms. Die ist allerdings deutlich schwächer, als das bei Alkoholen der Fall ist. Schwefel wiederum ist negativ geladen. Die Elektronegativität von Kohlenstoff und Schwefel, die ist nach der Pauling-Skala identisch, 2,6. Deswegen haben wir hier nicht wirklich eine positive Partialladung am Kohlenstoff. Das heißt, diese Elektrophilie an den Alkylgruppen im Vergleich zu den Alkoholen geht hier verloren. Gut, und wir können hier jetzt das wiederum über Grenzstrukturen festhalten. Sie sehen hier diese dritte Grenzstruktur, die ist nicht mehr wirklich günstig, da die Elektronegativität Schwefel und Kohlenstoff identisch sind. Für die Bestimmung der Oxidationszahlen würde ich Sie trotzdem bitten, das Bindeelektronenpaar dem Schwefel zuzuordnen. Das wird in der Literatur meist so gemacht. Gut, dann schauen wir uns einmal an dieses Thiophenol, also einen aromatischen Thioalkohol. Bei Phenol wissen wir, hat die Hydroxygruppe einen starken Plus-M-Effekt. Der M-Effekt beruht auf Konjugation. Konjugation ist beim Schwefel schwächer. Und deswegen ist auch hier der elektronenschiebende Plus-M-Effekt bei diesem Thiol deutlich schwächer ausgeprägt. Das heißt, wir haben hier zwar immer noch negative Partialladungen in der Ortho- und der Paraposition, die fallen aber deutlich schwächer aus wie beim Phenol. Gut, daraus können wir jetzt Reaktivitäten herleiten. Also Brønsted-Basen greifen hier an der Thiolgruppe an. Thiole können wir mit starken Brønsted-Basen deprotonieren. Elektrophile wiederum binden bevorzugt an Schwefel. Die Affinität zu Protonen, das werden wir gleich noch sehen, ist allerdings deutlich geringer, als das bei Alkoholen der Fall ist. Bei den aromatischen Thiolen wiederum, hier ist so, finden wir elektrophile aromatische Substitutionen. Dabei sind aromatische Thiole allerdings schwächere Nukleophile als normale Phenole mit dem Element Sauerstoff. Das lässt sich begründen durch den schwächeren positiven mesomeren Effekt. Sulfide können nicht deprotoniert werden, aber ein Elektrophil kann hier an unser nukleophiles Schwefelatom binden. Auch aromatische
Sulfide eignen sich sehr gut für elektrophile aromatische Substitutionen, wobei hier die Elektrophilie dieses Alkylrestes dann allerdings verloren geht. Persulfide können ebenfalls mit Elektrophilen reagieren, ganz analog zu den Sulfiden. Kommt hier aber noch eine zweite Eigenschaft hinzu, und zwar ist so, dass die Schwefel-Schwefel-Bindung relativ leicht bricht und deswegen kann hier auch ein Nukleophil an einem der beiden Schwefelatome angreifen. Also hier haben wir jetzt eine Thioalkylgruppe, die als Abgangsgruppe entsteht, ein Thiolat, was wir hier abspalten. Das ist hier ein Reaktionsmuster, was sich von den Sulfiden und den Thiolen nochmal deutlich unterscheidet. Vergleichbar ist das im Übrigen mit der Reaktion von Halogenen, also Cl2, Br2 mit Nukleophilen. Auch hier können wir dann eine, in dem Fall Halogen-Halogen-Bindung spalten. Gut, wir hatten eben schon gesehen, schwache positive Partialladung am Wasserstoffatom. Wir können hier also eine Deprotonierung realisieren mit Brønsted-Basen. Das heißt, Thiole sind wie Alkohole amphiphile, weil wir nicht nur diese Deprotonierung vollziehen können, sondern auch eine Protonierung, in dem Fall nicht zu einem Oxonium, sondern einem Sulfonium-Ion. Gut, Sie sehen hier pKs-Werte bei Thiolen liegen bei 10 bis 11. Alkohole hatten so den Bereich 16, 17, 18. Das heißt, obwohl trotz der geringeren Elektronegativität sind Thiole stärkere Brønsted-Basen als Alkohole. Und das lässt sich hier erklären, damit, dass in der korrespondierenden Base, dem Thiolat-Anion, der die negative Ladung besser stabilisiert ist. Wir haben hier einen geringeren negativen Ladungsunterschied. Im Sauerstoff haben wir 8 Elektronen im Grundzustand. Deswegen, wenn hier jetzt noch ein Elektron dann hinzukommt bei den Alkoholaten, kann diese negative Überschussladung schlechter stabilisiert werden, als das bei den Thiolaten mit 16 Valenzelektronen im Grundzustand der Fall ist. Deswegen sind die Thiolate auch schwächere Brønsted-Basen wie die Alkoholate, allerdings deutlich stärkere Nukleophile aufgrund der geringeren Elektronegativität. Thiole können nicht nur deprotoniert werden, sondern auch protoniert. Wir kommen dann zu sogenannten Sulfonium-Ionen. Hier haben wir pKs-Werte -4. -6. Das heißt, diese Sulfonium-Ionen sind starke Brønsted-Säuren und sie sind stärkere Brønsted-Säuren, als das bei den Oxonium-Ionen der Fall ist. Ne? Daher kommt eben diese geringere Affinität zu Protonen beim Schwefel. Wir haben hier dann noch zum Vergleich einmal Methanol, pKs-Wert 15,7, Wasser ebenfalls pKs-Wert 15,7, Methan-Thiol hat einen pKs-Wert von 10,3. Also da sehen Sie jetzt einmal an pKs-Werten nochmal ganz deutlich den Unterschied in der Säurestärke, die hier von links nach rechts zunimmt. Gut, Phenol, pKs-Wert 10, hier hatten wir die Azidität durch den negativen mesomeren Effekt des Phenylringes erklärt. Thiophenol ist sogar eine noch stärkere Brønsted-Säure mit einem pKs-Wert von 6,6. Hier kommt die Azidität schon in den Bereich von der Essigsäure mit einem pKs-Wert von 4,7. Zur Deprotonierung von Thiolen setzen wir im Übrigen Hydroxidsalze ein oder Natriumhydrid. Bei der Umsetzung mit Natriumhydrid haben wir eine Redoxreaktion und es entsteht Wasserstoff als Koppelprodukt. Die SH-Bindung ist nur schwach polarisiert, das heißt, wir haben keine Wasserstoffbrückenbindung und dadurch deutlich niedrigere Siedepunkte und auch nur eine moderate Wasserlöslichkeit im Vergleich zu Alkohol. Hier haben wir jetzt oben einmal Methanol, Siedepunkt 68 Grad, X gleich Sauerstoff, X gleich Schwefel. Kommen wir zum Methanthiol, Siedepunkt 6 Grad. Beim Ethanol steigt der Siedepunkt auf 78 Grad, Ethanthiol hat einen Siedepunkt von 35 Grad Celsius. Im Übrigen diese Verbindung, Methanthiol, Ethanthiol, die riechen extremst unangenehm. Also die haben einen so penetranten Geruch. Also Sie können tatsächlich eine Flasche mit Ethanthiol noch in beliebige
andere Gefäße packen, sie werden immer noch diesen Geruch wahrnehmen. Also der ist wirklich extremst unangenehm. Das ist eine Chemikalie, mit der arbeitet man wirklich nicht sehr gerne. Und es ist daher auch gut, dass diese niedermolekularen Thiole nicht im menschlichen Körper vorkommen. Gut, wie werden jetzt diese Thiole hergestellt? Schwefelverbindungen sind gute Nukleophile, deswegen können wir hier nukleophile Substitutionen wiederum heranziehen. Also wir können jetzt hier ein Alkylhalogenid oder Sulfonat als Startmaterial nehmen und das mit einem Hydrogensulfid-Salz umsetzen. Natrium-Kalium-Hydrogensulfid in einer SN2-Substitution. Schwefel, wie gesagt, sehr gutes Nukleophil, können wir dann Thiole generieren. Thiole können wir dann mit Hydroxidsalzen deprotonieren. O-Aminus ist ja eine stärkere Base als Thiolate, deswegen ist das eine Reaktion, die quantitativ verläuft. Nun, zu diesem Thiolat geben wir dann ein erneutes Alkylierungsmittel und gelangen dann zu Sulfide. Diese Sulfide sind immer noch sehr gute Nukleophile und deswegen kann es hier zu einer weiteren Reaktion mit einem Alkylierungsmittel, einem Alkylierungsreagenz kommen. Und dann gelangen wir hier zu einer neuen Stoffklasse, das sind sogenannte Sulfoniumsalze. Ja, da haben wir ein Schwefelatom, das mit drei Kohlenstoffatomen verknüpft ist. Es bleibt nur noch ein freies Elektronenpaar und das sind tatsächlich Verbindungen, die relativ stabil sind. Hier ist in der Tat so, dass die Kohlenstoff-Schwefelbindung stärker polarisiert ist, als das bei den Sulfiden und Thiolen der Fall ist. Schwefel hat hier immerhin eine positive Ladung, ist dreibindig. Und das heißt, in diesem Molekül sieht er jetzt die Valenzelektronen etwas stärker. Was verändert die Reaktivität? Hier haben wir jetzt eine positive Partialladung an den angrenzenden Kohlenstoffatomen und deswegen können Sulfoniumsalze mit guten Nukleophilen reagieren. Sie können eine Alkylgruppe übertragen. Das heißt, Sulfoniumsalze sind Alkylierungsmittel. Schauen wir uns kurz noch einmal die Struktur von solch einem Sulfoniumsalz am Visualizer. Also wir haben hier jetzt, das sieht eigentlich aus wie Trimethylamin. In der Mitte dieser blaue Baustein stellt ein Schwefelatom dar. Diese Verbindungen sind pyramidalisiert. Hier liegt eine sp3-Hybridisierung vor. Am Schwefel haben wir in der Tat nur noch ein freies Elektronenpaar. Aufgrund der positiven Ladung reagieren im Übrigen diese Sulfoniumsalze jetzt nicht mehr mit Elektrophilen weiter. Das heißt, wir übertragen jetzt hier keinen dritten Alkylrest. Dann würden wir zu einem zweifach positiv geladenen Schwefelatom gelangen. Das heißt, auch wenn wir hier ein Thiol mit einem Überschuss an einem Alkylierungsmittel umsetzen, stoppt diese Alkylierung auf der Stufe des Sulfoniumsalzes. Und deswegen reagieren die auch nicht mehr als Nukleophile, sondern tatsächlich hier ist entscheidend, die positive Partialladung an den Kohlenwasserstoffresten. Hier kann jetzt ein Nukleophil angreifen. Und genau diese Reaktivität von Sulfoniumsalzen hatten wir auch schon kennengelernt. Hier ist zwei Substitutionen in Teil 15 diskutiert. Und zwar handelt es hierbei um ein bestimmtes Coenzym, und zwar das S-Adenosylmethionin. Das wird biochemisch in Ihrem Körper hergestellt aus der proteinogenen Aminosäure Methionin. Den Methionin, das ist die zweite proteinogene Aminosäure, die Schwefel enthält. Hierbei handelt es sich um ein Sulfid und dieses Sulfid kann jetzt als Nukleophil reagieren mit Adenosintriphosphat ATP. Das wiederum agiert als Alkylierungsmittel. Hier wird die positive Partialladung dieses Kohlenstoffatoms ausgenutzt. Und in der Tat ist so, dass hier Methionin an diesem C-Atom angreift. Es könnte auch an dem Phosphor, diesem Phosphor oder dem dritten Phosphoratom attackieren. Dann hätten wir eine Phosphorylierung vom Schwefel. Hier ist es aber in der Tat bevorzugt, eine Alkylierung mit diesem Nukleosid. SN2-Substitution liefert uns dann unser Sulfoniumsalz. Diese Triphosphatgruppe dient als Abgangsgruppe. Gut,
So, dieses Coenzym wird eingesetzt, um Methylgruppen auf Nukleophile zu transferieren. Ein Beispiel dafür ist die Umwandlung von Noradrenalin zu dem Hormon Adrenalin. Diese Vorsilbe Nor sagt hier, dass eine Methylgruppe fehlt und die wird eben übertragen von dem S-Adenosylmethionin. Sehen, dass ich jetzt hier die Farbkodierung geändert habe, weil im Prinzip hier dieser ganze Rest, der violett markiert ist, der dient als Abgangsgruppe. Diese CH3-Gruppe wird übertragen auf die Aminogruppe und das heißt, wir erhalten hier ausgehend von einem primären Amin ein sekundäres. Also Sulfoniumsalze dienen in der Natur als Alkylierungsmittel. Im chemischen Labor, in der chemischen Industrie setzen wir dafür eher Alkylhalogenide und Sulfonate. Diese Reaktion verläuft natürlich nicht ohne ein Protein. Natürlich greift hier ein Enzym mit ein, das entsprechend nochmal die beiden Reaktanten aktiviert. Das Coenzym SEM spielt für diesen Methylgruppentransfer eine Rolle, wie zum Beispiel Methylierung von Aminen und ist das biochemische Äquivalent von Methyliodid, bei dem es sich um eine krebserregende Verbindung handelt. Gut, ich hatte schon erwähnt, Schwefel ist in vielen Oxidationsstufen stabil. Sogar bis hin zu plus 6. Also hier hat dann Schwefel formal alle Valenzelektronen abgegeben und die Edelgaskonfiguration des Neons. Bei der Oxidationszahl minus 2 hätten wir die Edelgaskonfiguration formal des Argons vorliegen, ein S2-Anion. Und dazwischen gibt es eigentlich alle Oxidationsstufen, also minus 1 bei den Persulfiden. 0 Sulfoxide, dann plus 5 Sulfonsäuren zum Beispiel und plus 6 eben bei der Schwefelsäure oder Sulfate. Auf einige dieser funktionellen Gruppen möchte ich im Rahmen dieses Kurses eingehen, da die eben in der Natur auch häufiger anzutreffen sind. Cystein können wir zum Beispiel oxidieren von Thiol zu einem Persulfid, dem Cystein. Formal werden dabei zwei Protonen abgespalten, zwei Elektronen und die Oxidationszahl des Schwefels erhöht sich von minus 2 auf minus 1. Eine Reaktion, die alle Thiole eingehen und das zum Teil auch schon mit Luftsauerstoff. Also wenn man ein Thiol lagert, bildet sich mit der Zeit immer mehr von diesem Persulfid. Die Oxidation erfolgt hier auch zum Beispiel mit Jod, mit Luftsauerstoff und im menschlichen Körper mit dem Coenzym NAD+ als Oxidationsmittel. NAD+, NADH hatten wir auch schon bei den Alkoholen intensiv diskutiert und den Aromaten, da hier ein Pyridinium-Ringsystem vorliegt. Gut, und diese Oxidation spielt zum Beispiel eine Rolle für die Tertiärstruktur von Proteinen. In unseren Haaren zum Beispiel haben wir in den Proteinen sehr häufig die Aminosäure Cystein eingebaut und jetzt können zwei Cysteine in diesem Proteinstrang miteinander über eine solche Persulfidbrücke kovalent verknüpft werden und dadurch eine bestimmte Konformation dieses Peptides bzw. Proteines kontrolliert wird. Mit stärkeren Oxidationsmitteln können wir Sulfide, Persulfide noch weiter oxidieren, zum Beispiel zu sogenannten Sulfonsäuren. Ein Vertreter dieser Stoffklasse haben wir schon kennengelernt. Paratoluolsulfonsäure bei den nukleophilen Substitutionen. Und die Sulfonsäuren sind Derivate der Schwefelsäure, wobei wir eine Hydroxygruppe ersetzen durch einen Kohlenwasserstoff. Und das sagt uns die Endung ON. Sulfonsäuren haben wir eine Schwefel-Kohlenstoffbindung vorliegen. Hier unten sehen Sie noch einmal die Schwefelsäure. Schwefel hat hier die Oxidationszahl plus 6. Und bei den Sulfonsäuren haben wir jetzt eine Kohlenstoff-Schwefelbindung vorliegen. Für die Bestimmung der Oxidationszahlen hatte ich ja Ihnen schon empfohlen, hier das Elektronenpaar dem Schwefel zuzuordnen. Und dann haben wir hier die Oxidationszahl plus 4. Hier sehen wir jetzt Schwefel-Sauerstoff-Doppelbindung. Bei dieser Strukturformel ist jetzt die Oktettregel gebrochen worden. Wir haben nicht mehr 8 Valenzelektronen, sondern insgesamt 12. Das dürfen wir bei Elementen der dritten oder von höheren Perioden. Aber im Prinzip ist es hier eigentlich besser, wenn man solch eine Strukturformel zeichnet, bei der
die Oktettregel eingehalten wird. Dadurch haben wir jetzt zwei negativ formal geladene Sauerstoffatome, ein positiv formal geladenes Schwefelatom. In der Tat ist so, ähnlich wie bei der Schwefelsäure, auch bei diesen Sulfonsäuren ist Schwefel tetraedrisch von den benachbarten Atomen umgeben. Das heißt, wir haben hier drei Sauerstoffatome, ein Alkylrest, die auf den Ecken eines Tetraeders angeordnet sind. In der Tat ist es so, dass hier bei diesen Sulfonsäuren eine sp3-Hybridisierung vorliegt. Ähnlich wie die Schwefelsäure sind Sulfonsäuren starke Brünstedtsäuren, die können deprotoniert werden und die korrespondierenden Basen die bezeichnen wir als Sulfonat. Gut, das heißt, wir haben jetzt wichtige funktionelle Gruppen kennengelernt, die das Element Schwefel inkorporieren. Einmal die Thiole, dann Sulfide und Disulfide. Wir haben gesehen, es gibt auch andere funktionelle Gruppen wie die Sulfonsäuren. Und da werden wir auch im nächsten Kursteil jetzt anknüpfen, dass wir hier noch weitere wichtige Stoffklassen kennenlernen, wie Sulfone, Sulfoxide, Sulfonsäureamide, die zum Beispiel auch in Medikamenten vorkommen. Das sind wirklich sehr wichtige funktionelle Gruppen, gerade in einem Kontext der Biochemie oder der medizinischen Chemie. Und dann werden wir auch noch im nächsten Kursteil auf Amine eingehen. Gut, haben Sie aktuell noch Fragen? Gut, das ist nicht der Fall. Dann möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Meine Damen und Herren, wenn Sie dieses Video auf YouTube schauen, hier werde ich noch einen Link einblenden, da geht es direkt zum nächsten Kursteil weiter. Hier unten finden Sie die vollständige Playlist und hier oben können Sie meinen Kanal abonnieren. Vergessen Sie bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, damit Sie immer über die aktuellsten Videos informiert werden. Wenn Sie Fragen haben, gerne in die Kommentare schreiben und ja, damit freue ich mich, Sie dann in Teil 20 des Kurses organische Chemie wieder begrüßen zu dürfen.